Herzlich willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Das Jahr 2022 ist schon wieder Geschichte und damit geht bereits das zweite Jahr Beyond Simracing zu Ende. Den Jahreswechsel möchten wir nutzen, um mit euch auf die spannendsten und schönsten Momente aus insgesamt 572 Minuten Beyond Simracing im Jahr 2022 zurückzuschauen. Unseren kleinen Jahresrückblick beginnen wir mit einem Ausschnitt aus dem Interview mit Roy Struck. Roy ist Kommentator von Virtual Racing und hat in einer der ersten Folgen des Jahres ganz offen über die Schattenseiten des Motorsports gesprochen. Während einer Testfahrt ist er schwer verunfallt. Mit den Folgen hat er bis heute zu kämpfen. Ja, wirklich lange war ich tatsächlich nicht im Motorsport tätig. Ich war, wie gesagt, 2 Jahre mit Renault. In der Wintertestseason nach dem zweiten Jahr sollte ich einen Formel Renault Black Boliden fahren. Die habe ich tatsächlich nur 5 Runden hingekriegt. Danach habe ich das Auto wieder abgestellt und gesagt, das wird nichts. Das war mir einfach zu schwer. Und dann bin ich halt in die Langstreckenmeisterschaften gegangen und ich glaube, die schwerste Entscheidung war dann am Ende mit der F&E. Das war in den frühen Jahren, glaube ich, nicht die beste Entscheidung. Inwiefern? Warum? Naja, damals, heute würde es glaube ich unter Kinderarbeit fallen, wurde auch ich damals mit einer E-Mail angefragt, ob ich eine Anzeige gegenstellen wollte, aber mein Gott, das ist so viel Quatsch in meinen Augen. Klar, wir sind noch minderjährig gewesen. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass manche Fahrer, ich habe in der F&E nicht wirklich mitgewirkt, also ich war weder Ingenieursbeispiel oder sonst irgendwas, sondern meine Aufgabe bestand darin, die Basislinie zu fahren. Weil wenn du jetzt David Coulthard, Mika Häkkinen und Michael Schumacher miteinander vergleichst, die haben alle ihren eigenen Fahrstil. Und so bewegen die halt auch die Fahrzeuge. Und da braucht es einen Referenzwert. Und zwar braucht es dann jemanden, der noch keinen eigenen Fahrstil hat. Und das war meine Aufgabe. Dann hast du das mit der Forschung und Entwicklung erstmal so weitergemacht. Hattest daran ja auch offensichtlich Spaß. Aber dann hattest du leider einen schweren Unfall auf der Strecke. Was ist passiert und was waren die Folgen? Naja, der Unfall war relativ ungünstig gelaufen für mich. Ich war in Hockenheim bei einem Performance-Test und wir hatten leider einen Lunker im Guss auf der Aufhängung hinten. Das ist dann aber auch erst rausgekommen, als ich dann schon verunglückt bin. Ja, damit war dann die Telemetrie und beziehungsweise die Physik nicht mehr gegeben und ich bin über den ersten Curb geräubert, weil ich es eigentlich sollte. Und da, ja, durch diesen Impact ist dann leider die Gabel gebrochen, einseitig. Und naja, aufgrund der Physik in der Kurve selbst ist dann die zweite gleich mit abgeknickt. Und dann bin ich quasi auf dem Chassis aufgesetzt und habe mein Reifen da so hinter mir hergeschliffen. Und das war bei voller Fahrt, Turn 1 in Hockenheim. Ja, das war dann ungünstig für mich, weil ich habe nur noch den Ausgang der Boxengasse gesehen und dann jede Menge Qualm bzw. Staub von dem Kiesbett. Das war damals noch Kiesbett, als ich da abgeflogen bin. Und dann waren die Lichter aus und dann habe ich tatsächlich mehrere Wochen nichts mehr mitbekommen. Natürlich in Koma gesteckt und ja, später dann erst wurde ich dann wieder wach und bin quasi aufgeklärt worden, was passiert ist. Und das war ein Moment, der mich bis heute tatsächlich noch verfolgt. Also ein relativ undankbarer Unfall für dich. Du konntest ja gar nichts mehr an der Situation ändern. Und wodurch ist denn dann der große Schaden an dir entstanden? Haben die Reifenstapel nicht ein bisschen von der Energie abbauen können? Nee, ich habe leider keinen Reifenstapel erwischt. Ich habe den genau um 2 Meter verfehlt. Und man muss sich das so vorstellen, So ein F&E-Fahrzeug ist nur minimal unterstützt. Das heißt, du kannst es dir ungefähr ausrechnen. Die Telemetrie lügt nicht. 180 auf 0 in der Betonmauer mit einem Fast-Serienfahrzeug. Was bleibt davon übrig? Nicht viel. Ja, und ich bin froh, dass ich rückwärts eingedenkt bin. Wäre es vorwärts gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Wie waren die Reaktionen bei dir in der Familie? Ja, meine Mutter war nie wirklich Fan davon, vom Motorsport und fühlte sich dann auf einmal bestätigt und zwar vehement. Ja, also ich glaube, ich muss nicht unbedingt jedem erzählen, dass das ein Moment auch für meine Eltern der Schrecksekunde war. Ich meine, ich war 13,5, fast 14 und in dem Alter sein Kind zu verlieren wegen sowas,
Ja, war noch für die eine sehr harte Zeit. Das war definitiv so. Du hast gerade gesagt, die haben auch Menschen gesagt, dass das in Anführungszeichen Kinderarbeit war. Ich finde das total verrückt, dass man so jemand Junges so einen wichtigen Job gibt. Waren das jetzt Straßenfahrzeuge, die da irgendwie getestet werden mussten, oder waren das schon Motorsportfahrzeuge? Nein, tatsächlich waren das Straßenfahrzeuge. Also im größten Teil, weil die Forschung und Entwicklung, wir waren ja im Erlenmeyer-König-Projekt teilweise mit drinne. Wir haben ja, nicht das Projekt an sich gehabt, also den Erlenmeyer-König an sich, sondern wir hatten so eine abgewandelte Form, um quasi so wenig wie möglich Daten zu fälschen, weil das war ja im Prinzip nur ein Datenfahrzeug. So wie du es teilweise siehst, vermummt auf normalen Straßen. So hatten wir das damals ähnlich. Was hat dir daran Spaß gemacht? Im Nachhinein muss ich sagen, einfach nur der Status. Aber ja, das hat mich auch recht weit gebracht, nämlich nirgendwo hin. Also, wenn ich jetzt rückblickend darauf antworten muss, war es das Ego, um ehrlich zu sein. Ja, mit Ruhm und Ehre kommt auch manchmal die Brust des Egos zu weit nach draußen. Was meinst du, was wäre dein Weg gewesen, wäre das nicht passiert? Hättest du dir vorstellen können, das auch noch vielleicht dein gesamtes Leben zu machen, also Fahrzeuge zu testen und damit dann auch dein Geld zu verdienen? Also Fahrzeuge testen nicht, aber den Motorsport weiterzuführen, das war definitiv mein Fall. Nur Fahrzeuge testen, ich glaube, früher oder später hätte ich halt, es war lukrativ, keine Frage. Es hat Spaß gemacht, keine Frage. Aber rückblickend, mein Vater hat es immer liebevoll zitiert, bist du schon mal in ein Flugzeug eingestiegen, was noch nicht geflogen ist? Das hätte mir damals eigentlich, so wie es mir jetzt realisiert ist, klar werden müssen. Und das ist halt, so ein Ding ist anfällig für Fehler, so ein Ding ist immer anfällig für Probleme. Und ja, in dem Fall hat es mich halt auch zerrissen. Also das Kapitel ist dann leider zwangsweise geschlossen worden. Du hast es danach aber noch mal probiert, ne? So sieht's aus. Ich habe danach, ich hatte ja extrem geile Sponsoren. Ja, ich war mit den Vereinigten Emirate liiert sozusagen. Besseren Glücksgriff kannst du nicht machen. Ja, Jahreshauptversammlung in Dubai. Da schwebst du auf Wolke 7. Und ich habe dann später nochmal, ich muss wirklich nachgucken, ich muss auf meinen Pokal nachher nochmal schauen, welches Datum das war. Kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, 2013 oder sowas. Sicher bin ich mir nicht. Aber da habe ich es dann tatsächlich nochmal probiert in den Motorsport zurück, mit einer Verzichtserklärung, weil ich keine Freigabe gekriegt habe von meinem Sportphysio. Der hat dann gesagt, so lasse ich dich nicht Auto fahren. Dann habe ich gesagt, ey komm, ich will es einmal noch wissen, ob ich es noch kann. Dann unterschreibe ich halt eine Verzichtserklärung und das habe ich dann auch gemacht und bin dann in den Rookie Cup mit eingestiegen, weil heute, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, gab es eine Regeländerung der DMSB. Hätte ich meine IA nochmal nachziehen können. Zu dem Zeitpunkt war das aber regeltechnisch nicht machbar. Das heißt, ich musste eine neue Lizenz beantragen, weil meine alte verfallen ist. Und da bin ich nur mit einer NAC reingekommen. Und naja, mit einer NAC kommst du nicht wirklich weit, außer auf so einen Rookie Cup. Und ja, da habe ich dann halt mit dem ADAC Dacia Logan Cup vom letzten Platz Platz 2 ergattern dürfen mit meinem Team. Was waren dann die Gründe, weshalb dann danach leider komplett Schicht im Schacht war? Also, was hat dich dann dazu bewogen zu sagen, okay, jetzt geht's nicht mehr? Naja, man muss sich halt einfach vorstellen, das kostet einen Haufen Geld, das Ganze. Und wir reden hier von einem Einkauf ins Team von 1.500 bis 5.000 € pro Wochenende. Und da ist noch nicht Verpflegung, Unterhalt, da ist noch keine Klamotten mit bei. Ja, also das ist schon eine Riesenlitanei an Kosten, die auf dich zukommen. Ja, und ich hatte dann einfach so eine Art, das war ein angepriesenes Sichtungsrennen und es kam keiner, die mir alle zugesagt hatten. Und dann habe ich für mich so entschieden, okay, ich wurde hier gerade hart getrollt. Da haben die Leute mich gerade veräppelt und das war so ziemlich der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben und dann kommt keiner und das ist einfach nicht worth it. Und da habe ich dann gesagt, nee, zudem war natürlich auch noch mein Sohn unterwegs und da habe ich gesagt, okay, nein, das war's dann damit und versucht habe ich es nochmal, aber jetzt ist Ruhe. Das Gespräch mit Roy war für mich das bewegendste Interview, das ich je hier bei Beyond Sim Racing führen durfte.
Ich hätte euch am liebsten die gesamte Folge hier in die Highlight-Folge gehauen, aber das hätte natürlich wenig Sinn ergeben. Deshalb kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch nochmal die gesamte Folge an. Roy erzählt dann auch noch, wie er es geschafft hat, sich von dem schweren Unfall zu erholen und ja, inwiefern Simracing ihm dann heute auch Hoffnung, Spaß und auch wieder ein ganz normales Leben beschert. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Highlight und das war für mich das Gespräch mit Lukas Hirz. Das war natürlich nicht so emotional und tiefgründig wie das mit Roy, aber dafür mindestens genauso interessant, denn Lukas beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Frage, wie man Simracing am besten in den sozialen Netzwerken verbreitet und welche Antworten er dabei gefunden hat. Das hat er uns in dem Interview mit ihm verraten. Du hast tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder bei ganz verschiedenen Teams die Social-Media-Aktivitäten angeführt. Klar, du hast auch Erfahrungen aus deinem richtigen Job, was das angeht, aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu sagen, ja, komm, wir machen jetzt hier mal ganz professionell Social-Media-Accounts für Simracing-Teams? Also das Vorbild war tatsächlich immer der echte Motorsport. Ne? Ich sag mal, ein echtes Rennteam geht, also ja, du führst heutzutage kein echtes Rennteam mehr oder auch eine Serie oder was auch immer, ohne auch ein entsprechendes ja, öffentliches Erscheinungsbild dahinter zu haben. Ne? Und das hat mir damals einfach im Simracing so ein bisschen gefehlt. Ich meine, das fing damals in der abgefahrenen Community schon an. Wir hatten alle unser Team, ob das jetzt irgendwie Teams waren, wo irgendwie ein bisschen einigermaßen organisierte Struktur dahinter stand oder ob das einfach nur zwei Kumpels waren, die halt einfach sich einen Namen ausgedacht haben und dann halt irgendwie als Team gefahren sind. Aber mehr steckte halt irgendwie nie dahinter. So, und ja, der echte Motorsport war da irgendwie immer oder ist auch immer noch mein Vorbild. Die Social-Media-Arbeit, die jetzt auch im Laufe der Jahre, das hat sich natürlich auch entwickelt. Ich sag mal, 2015 oder 2016 war auch Instagram als solches natürlich noch überhaupt nicht in dem Rahmen vorhanden. Und der Content wurde auch überhaupt noch nicht, ja, gefordert, wie das heutzutage ist, ne? Und ja, wie gesagt, das hat mir damals so ein bisschen gefehlt. Und Ende, naja, das war so Mitte 2018 müsste es gewesen sein. Wo ich dann ja, der abgefahrenen Community so ein bisschen in den Rücken gekehrt habe, um ja in Richtung VR mich zu orientieren, habe ich dann gesagt, okay, fahrerisch werde ich jetzt hier nicht weitermachen, aber wie ist das denn mit Social Media? Und die abgefahrene Community hatte damals einen Social Media Kanal auf Facebook und Instagram, aber auch damals lag der Fokus und heutzutage liegt der Fokus einfach immer mehr auch Richtung Instagram einfach. Das ist natürlich so. Und ja, da kam dann damals die Zusammenarbeit zustande, wo ich gesagt habe, ey, wie sieht's denn aus? Habt ihr nicht Bock, dass ich da mal irgendwie das ein bisschen übernehme und so ein bisschen mal ankurbel, ne? Irgendwie so ein bisschen mal den Drive da reinbringe? Da war jetzt nicht der ganz große Content, die ganz große Neuerfindung irgendwie, aber es ging dann halt darum, regelmäßig Events anzukündigen, einfach auch Werbung zu machen. Jede Serie und jede Community hat irgendwie zu kämpfen, damit neue Leute zu finden. Das haben wir ja in der letzten Folge auch noch gehört. Und dort ist Social Media einfach das Tool der Wahl. Das muss keine bezahlte Werbung über Facebook oder so sein, sondern da reicht es einfach schon, wenn du aktiv bist, wenn du regelmäßig postest, wenn du regelmäßig irgendwie mit anderen Accounts, mit Fahrern, die auch teilweise selber dann irgendwie ihre Rennen posten, ankündigen, wie auch immer, wenn du da interagierst und da einfach Präsenz zeigst. Und das war damals so ein bisschen meine Intention zu sagen, ich mache das für euch und ich war dann ein halbes Jahr, glaube ich, plus minus dann für den abgefahrenen Community-Account auf Facebook und Instagram da quasi zuständig, habe dort eigenständig Content gemacht, habe die Community-Rennen, die damals noch sehr, sehr regelmäßig stattgefunden haben, in allen Simulationen quasi angekündigt, Ligen angekündigt, ja, After-Race-Sachen hochgeladen und alles sowas. Und das war halt einfach wichtig und das hat auch damals den Kanal als solches, glaube ich, nochmal gut angekurbelt und musste das dann aber leider dadurch, dass ich dann halt fahrerisch dann ja zu Allronics Gaming gekommen bin und dort halt wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren musste, um da in der GTC dann halt auch irgendwie vorne mitfahren zu können,
ich dann leider halt gesagt, dass ich das halt zeitlich einfach jetzt nicht mehr schaffe, neben meinem Job und neben dem Simracing an sich auch noch hier bei Abgefahren weiter die Accounts irgendwie wirklich zu füttern. Und wenn ich das machen will, dann will ich das nicht nur irgendwie halbherzig machen, sondern dann muss das natürlich auch irgendwie vernünftig sein. Und dementsprechend wurde die Zusammenarbeit dann halt da beendet, aber die Jungs haben das dann sehr gut weitergeführt und auch heute sind sie noch sehr aktiv auf dem Kanal und damals nach meinem Abgang sozusagen da irgendwie als Social Media Verantwortlicher haben das sehr gut weitergeführt und ich glaube, das war damals so ein ganz guter Call, ne? Das war, wie gesagt, auch 2018 dann noch eine andere Zeit, als es jetzt ist. Aber das waren dann so meine Anfänge neben den privaten Sachen, die ich halt damals auch immer schon gemacht habe. Ich war immer auch ein Fahrer, auch ein persönlicher Fahrer, der dann da auch irgendwie gesagt hat, ich will hier nicht irgendwie die Rennen fahren, sondern ich will das auch irgendwie teilen. Also du bist auf der einen Seite natürlich auch stolz, dass du jetzt irgendwie zum Beispiel für ein neues Team fährst und dann gehört das natürlich dann auch irgendwie, das ist natürlich jedem selber überlassen, gar keine Frage, aber ja, für mich war es immer wichtig, das dann auch irgendwie anzukündigen, zu zeigen, weil ich dann auch irgendwie immer die ganze Show sehe. Ne? Jemand, der einen Stream sieht und einen Fahrer irgendwie verfolgt, der dann da irgendwie für ein Team fährt, dann ist es doch mega cool, wenn der dann irgendwie auf dem Auto irgendwie einen Ad-Instagram-Ad-Namen irgendwie sieht und sagen kann, boah, geil, irgendwie da gucke ich mal, was der so postet, irgendwie, dem folge ich vielleicht mal, oder ob das ein Fahrer ist, ob das eine Serie ist, ob das ein Team ist. Ich finde, das ist dann auch einfach irgendwie dieses Gesamterscheinungsbild, was mir dann einfach irgendwie wichtig ist und was der echte Motorsport so vorlebt, was natürlich auch irgendwo Werbung ist für einen selber, für ein Team, für eine Community, für eine Meisterschaft. Und das habe ich damals als sehr wichtig angesehen, aus diesem Grund damit angefangen und bin da immer noch sehr aktiv in der Richtung. Was ist denn die größte Herausforderung bei Social-Media-Aktivitäten im Simracing? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das ist nochmal ein großer Unterschied zu Social-Media-Content in anderen Facetten oder hast du da irgendwas auf dem Schirm? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass so in Richtung Bewegtbild, Content, das ist eigentlich das, wo die Reise hingeht, im echten Leben, so wie auch irgendwie im Simracing. Aber ich kenne das aus dem realen Leben, aber ich kann das natürlich auch mit dem Simracing vergleichen, so wirklich in Richtung, wenn du geile Carporns oder sowas machen möchtest oder einen coolen Trailer, On-Track-Shots irgendwie, das ist im Simracing schon echt nicht so einfach coole Shots hinzubekommen. Das habe ich auch selber schon oft irgendwie in Erfahrung bringen müssen. Also da würde ich sagen, das ist so Content, der so ein bisschen aufwendiger ist, schwieriger ist, als irgendwie auch im realen Leben oder in anderen Bereichen von Social Media. Aber sonst ist es halt wirklich einfach aus meiner eigenen Erfahrung auch wirklich regelmäßig zu posten, regelmäßig irgendwie Content zu bringen, wenn man da irgendwie auch irgendwie in der Irrelevanz sein möchte oder auch irgendwie seine eigene Ausstrahlung irgendwie erweitern möchte, sollte man da jetzt nicht irgendwie einen krassen Content irgendwie sich aus den Finger zaubern, was am Ende irgendwie nichts wird. Also schwierig zu sagen, aber ich würd wirklich sagen, so Bewegtbild-Content aus meiner Erfahrung im Simracing immer noch ein bisschen schwieriger als im echten Leben, würde ich sagen. Wir kommen jetzt zu der wohl stimmungsvollsten Folge des Jahres. Es geht um mein Gespräch mit Reinhold Gärtner. Reinhold ist tatsächlich schon Anfang 70, aber dafür noch unglaublich flink am Simracing-Lenkrad. Wir haben uns mit ihm darüber unterhalten, wie er das schafft, warum er immer noch so fit ist und welche Tipps er den jüngeren Simracern da draußen geben würde. Also tatsächlich bist du dann ja erst im Rentenalter quasi zum Simracing gekommen. Ich frage trotzdem nochmal, wie ist denn da, du hast schon gesagt, durch die virtuelle Rallye, aber wie bist du generell darauf gekommen, in dem Alter sozusagen noch etwas anzufangen, ja, was normalerweise eher Altersgruppen zwischen, ja, sagen wir mal, 15 und 40 Jahre als Einstieg interessiert? Wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich bin normalerweise im Schießsport, ne? Und Sportschießen bedeutet,
Du musst Reaktion haben, du musst Ausdauer haben. Und als Rentner, ich bin kein Typ, der da auf diese Rentnergondeln gehen, AIDA oder was weiß ich was. Ja, und da habe ich mich hier eben halt beschäftigt. Da musst du ja im Rennen musst du ja Reaktion haben und du musst Ausdauer haben. Du musst das ja aushalten, eine Stunde da mit Hochgeschwindigkeit um so einen Kurs rumjagen. Ne? Jede Kurve musst du kennen und was weiß ich. Und das hat auch mit viel mit Konzentration zu tun. Ne? Und das lernt man eben halt da. Das brauche ich auch dann eben halt in meinem Schießsport, den ich ja schon über 50 Jahre mache. Generell, was würdest du sagen? Wie hältst du dich fit? Ist das nur der Skisport oder machst du noch andere sportliche Aktivitäten? Oh, ich mache jeden Tag Gymnastik, zweimal in der Woche Nordic Walking, 7 bis 10 Kilometer. Und eben halt habe ich jahrelang Jugendarbeit gemacht im Verein. Ja, ich habe die Jugend trainiert und bin mit denen weggefahren, habe mit denen, was weiß der Kuckuck, alles gemacht und bin quasi jung geblieben. Ich fühle mich ja nicht so alt wie 72. Was meinst du, was ist dein Erfolgsgeheimnis, dass du ja teilweise sogar, du bist auch in der VR Alt-Endurance-Serie manchmal unterwegs, manchmal zweistündige Rennen fahren kannst? Also das ist ja wirklich, finde ich, unglaublich, vor allem auch wenn du als virtueller Rallye-Pilot unterwegs bist, da brauchst du ja eine richtig, richtig starke Reaktionszeit. Woher holst du das? Alleine nur aus dem Schießsport oder was ist dein Geheimnis? Man muss eben halt Sport betreiben. Ne? Ich habe es ja jahrelang gemacht. Wenn die anderen in die Mittagspause zum Essen gegangen sind, dann bin ich auf die Tatanbahn und bin 5000 Meter gelaufen. Also sportmäßig bin ich gut, wann ich mache nicht nur Schießsport. Man denkt ja immer, du sitzt hier am PC und fährst mal ein bisschen rum oder was. Ne? Das ist ja ganz einfach. Da denkst du, hier stehen auch schon die schon mal die Schweißperlen auf der Stirn. So ist das schon. Ne? Dass man das anstrengend ist, aber du kannst das alles mit Sport ausgleichen. Ne? Und ich muss sagen, ich bin fit. Ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht. Ich nehme kaum Tabletten, weil ich die nicht brauche. Ich habe nichts mit dem Herz oder sonst irgendwie was. Kleinigkeiten hast du immer. Wie sage ich dann immer, hey, did it wie und da did it wie und wenn du nichts mehr wie did, dann bist du dude oder so. Naja, aber wir machen uns fit. Meine Frau ja auch. Die macht das mit alles. Ne? Die ist auch im Skisport. Merkst du trotzdem, dass du in manchen Belangen vielleicht den, ich nenne es jetzt mal den jungen Wilden, unterlegen bist? Logisch. Ja, die Reaktion im Alter lässt ja nach. Ne? Und dann habe ich noch die jahrelange Fahrpraxis. Du fährst ja auch draußen auf der Straße rum. Ne? Du fährst als alter Mensch, fährst du passiv. Ich kann auch aggressiv fahren. Aber passiv fahren ist besser, dann passiert dir nichts. Ich habe ja vielleicht im ganzen Leben, wo ich einen Führerschein habe, vielleicht zwei Unfälle gehabt, die ich dann immer schuld bin. Und ich versuche ja auch bei den Rennen immer vorsichtig zu sein. Ich werde ja auch viel überrundet, weil ich eben halt nicht so schnell bin. Ne? Du sagst, du bist in manchen Sachen natürlich schon unterlegen, aber gibt es auch etwas, wo du meinst, dass das dein Vorteil ist? Hast du einen Trumpf, vielleicht die Erfahrung oder die Gelassenheit? Genau. Mich ärgert das nicht, wenn ich hinten dran hänge. Ja, also ich werde nicht aggressiv, wenn es nicht funktioniert. Was ich gemerkt habe, ne, und das weiß ich mittlerweile auch, wenn du jetzt auf der Startgrid stehst und du siehst dann da vorne, wenn der Start losgeht, da hast du direkt eine erste Kurve drin. Die jungen Flunkis, die hauen dann direkt in der Kurve und rappeln sich dann da gegeneinander von der Bahn. Und ich bin eben halt derjenige, der da mal so ein bisschen über die Wiese rattert und plötzlich dann auf dem dritten Platz hängt, ne? Wenn du den jüngeren Konkurrenten etwas empfehlen könntest, was würdest du denen sagen? Ja, die erste Kurve sollten sie nicht direkt so aggressiv sein. Aber ich glaube, in der Alt ist das sowieso so. Dann wird das schon vorher gesagt. Ne? Die Leute,
sind schon nicht so aggressiv. Ich habe da wohl schon gehört, dass die Rennen fahren. Da geht es wirklich Schmackes zur Sache, ne? Was hast du für ein Gefühl? Wie sehen dich deine Konkurrenten? Begegnen die dir eher mit sehr großem Respekt für deine Leistung? Oder merkst du auch, dass die manchmal ja quasi abwinken? Ah, der Alte, der fährt da ja immer noch mit. Wie ist das? Was hast du da für ein Gefühl? Wie ist die Behandlung? Was will der hier, der Alemann? Nee, nee, so ist das nicht. Ich habe immer mit Juren zu tun gehabt. Ich sagte, ich habe im Verein Jugendarbeit jahrelang, 10 Jahre eine Jugendgruppe gehabt, sehr aktiv und so weiter. So eben, und mit denen habe ich im Keller unten bei uns, wir hatten einen schönen Aufenthaltsraum, 3 Tage hier so ein Computerfest gemacht. Wir nennen das hier so eine Streaming-Party. Früher gab es nichts mit Internet, da wurde alles hin und her verkabelt. Ne? Und dann hast du denn da mit denen da so eine LAN-Party gemacht? Das war schon richtig Action. Ne? Und wenn du viel mit Jugend zu tun hast, da kannst du auch ungefähr abschätzen, wie sie ticken. Nun wird es ein wenig historisch hier in unserem kleinen Jahresrückblick, denn wir schauen jetzt zurück auf das Gespräch mit Markus Girak. Markus ist einer der wenigen, die bei Virtual Racing tatsächlich schon bei der Gründung mit dabei waren, vor über 20 Jahren. Grund genug, um mit ihm darüber zu sprechen, wie Virtual Racing entstanden ist und in den Jahren darauf immer größer geworden ist. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Historie, und wir wollen darüber reden, wie ist Virtual Racing entstanden, denn das ist richtig lange her. Das war tatsächlich anno 1998, das heißt 24 Jahre ist das her, fast ein Vierteljahrhundert. Und darum war es auch so schwierig, noch jemanden zu finden, der mit mir darüber reden kann und möchte. Du warst zwar nicht von vornherein direkt dabei, aber 2002 ist jetzt nicht so viel später, daher kannst du auch das Ganze aus Erzählungen, denke ich, weitergeben. Es ging 1998 los mit der Simulation Grand Prix Legends, habe ich schon gelesen. Und da direkt die Frage, das hast du in einem Interview mal gesagt, dort wurden ISDN-Server in ein Rechenzentrum quasi eingeschleust. Was war da los? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist richtig. Das kann ich auch nur gerüchteweise wiedergeben, muss ich dazu sagen. Es gibt da den einen oder anderen, der da vielleicht ein bisschen genauer Auskunft geben kann. Aber es war wohl tatsächlich damals so, dass sich so eine kleine Truppe von Fahrern getroffen hat, die vorher LAN-Rennen gefahren ist, also so klassisch LAN-Partys, wie das so in den 90er Jahren auch schon üblich war. Und dann hat man irgendwann angefangen, übers Internet zu fahren mit einigen wenigen Leuten über eben ISDN-Leitungen. Die waren ja von der Bandbreite her sehr begrenzt. Und ja, dann hat man irgendwann tatsächlich sich entschlossen, da das Ganze zu organisieren und halt wirklich organisierte Meisterschaften stattfinden zu lassen. Hat dann einen Server angeschafft und den hat man dann irgendwo in irgendeinem Rechenzentrum tatsächlich platziert und da an die Leitung angestöpselt. Und ja, das war dann quasi der erste Rennserver der VR. Eine der ersten Meisterschaften war die GGPLC-Meisterschaft. Ein wahnsinniger Zungenbrecher. Und das Witzige, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das waren nur 6 Fahrer, die da gestartet sind. Kannst du mal ein bisschen uns mitnehmen, wie das damals aussah? Ich glaube, wir wissen alle, wie sich das Internet in den Jahren weiterentwickelt hat. Und zu der Zeit war es halt einfach so, dass wir mit einem 56K-Modem, teilweise mit einem 28K-Modem gestartet ist. Also 28 Kilobit. Das kann man sich bei Gigabit-Leitungen heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber da war halt einfach die Bandbreite irgendwann erschöpft bei größeren Starterzahlen. Ne? Und so hat man dann halt eben mit einstelligen Fahrerzahlen angefangen. Und als dann ISDN kam, Kanalbündelung kam, 128 Kilobit, dann konnte man dann schon mal mit dem vollen Starterfeld einigermaßen ruckelfrei fahren. Also ich denke, dass sich das Racing gar nicht so wahnsinnig unterscheidet vom heutigen. Aber wir reden halt heute von 60, 70, 80 Fahrern auf einem Server und damals reden wir halt von, keine Ahnung, 15, 20. 2001 wurde dann der Verein Virtual Racing gegründet. Man könnte sagen, aus einer Hobbytruppe wurde dann eine ganz offizielle Vereinigung. Danach wurde NASCAR 4 eingeführt als Simulation. Wie ging das dann weiter?
Genau, richtig. Also das große Standbein und also im Prinzip der Ursprung der VR ist natürlich GPL, das ist ganz klar, aber wir haben relativ schnell angefangen dann auch mit der Simulation Nesca. Ich weiß gar nicht mit welcher Version, wenn du sagst Nesca 4, dann wird das wahrscheinlich so hinkommen. Und haben dann halt eben das Oval-Standbein aufgebaut. Das ist auch sehr rasant gewachsen und auch wirklich in wirklich große Größen, auch nach heutigen Maßstäben. Also wir hatten in der GNL, in der German NASCAR League, hatten wir mehrere Grids und hatten da 100, 120 Teilnehmer, die in einer und derselben Meisterschaft teilgenommen haben und parallel in 4, 5 Rennen donnerstagsabends gestartet sind. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Also GPL ist über viele Jahre gefahren worden, auch mit 4 Ligen in der GGPLC, der Zungenbrechermeisterschaft, wie du gerade sagtest. Und dann kam noch der GPL Langstreckenpokal dazu. Im Ovalbereich in Nesca gab es halt die offizielle deutsche Online-Meisterschaft. Also wir haben tatsächlich den ersten offiziellen deutschen Meistertitel im Simracing ausgefahren. Und dann über die Jahre kamen dann halt diverse andere Simulationen dazu. Spannende Geschichte, vor allem weil man ja heutzutage Ähnliches sieht, dass da Organisationen wie ADAC oder die Meisterschaften im realen Motorsport selbst sowas dann ausschreiben. Wer hat das denn damals gesagt, dass das dann der offizielle deutsche Ovaltitel ist? Wer hat das gesagt? Das hat, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, bei wem man sich Namensrechte sichert. Ist das das Deutsche Patentamt? Keine Ahnung. Wir hatten tatsächlich den Namen. Wir hatten den eingetragenen Titel Deutsche Online-Meisterschaft. Das war wirklich ein offizieller Titel, den wir so verwenden konnten und den so auch kein anderer verwenden durfte. Hattet ihr da auch irgendwie Kontakt mit dem Deutschen Motorsportbund oder gar mit der NASCAR-Organisation in Amerika? Nein, ganz sicher nicht, aber ich denke auch, dass das zu der Zeit gar nicht auf dem Schirm der Vertreter des realen Motorsports war. Also ich denke nicht, dass man zu der Zeit überhaupt über Simracing ernsthaft nachgedacht hat als realer Motorsportler oder als Behörde, Organisation. Das war damals noch eine Randerscheinung. Dann wurde Virtual Racing immer größer. Es gab ein jährliches Vereinstreffen in der Fränkischen Schweiz. Wie sah das aus? Das war ein nettes Come-Together auf einem Campingplatz tatsächlich. Und das ist über die Jahre immer gewachsen und gediehen. Und wir waren halt zu Beginn, waren wir 30, 40 Leute. Wir waren aber zu Hochzeiten, Anfang der 2000er, waren wir auch teilweise gut über 100 Leute. Und die haben sich dann freitags nachmittags haben sich getroffen. Dann sind bis zum Freitagabend hin sind die meisten Leute dann da eingetroffen. Und dann wurde da halt eben das gemacht, was man auf dem Campingplatz macht. Und da wurde gegrillt und da wurde gefeiert und da wurde getrunken. Es gab dann den offiziellen Teil mit Siegerehrungen. Also da gab es halt wirklich eine im heutigen Simracing fast schon wieder unvorstellbare Live-Siegerehrung, wo die Leute halt persönlich auf ein Treppchen gestiegen sind und ihre Pokale entgegengenommen haben. Ja, nee, das war eine tolle Zeit. Also da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück. Hattet ihr damals gedacht, dass Virtual Racing so groß wird? Ich bin ganz ehrlich, wir haben damals fast sogar noch größer gedacht, als es im Endeffekt geworden ist. Also wir hatten einen, ich nenne es jetzt mal Visionär, das war mein Vorgänger als erster Vorsitzender, der Rainer Merkel. Der hat damals schon gesagt, Simracing wird mal eine ganz große Geschichte werden und Simracing wird mal der Einstieg in den realen Motorsport sein. Und er hat dann auf der anderen Seite, wenn man den sportlichen Aspekt ausklammert, auch auf der kommerziellen Seite relativ weit gedacht und hat gesagt, irgendwann werden wir ganz große Sponsoren haben und wir werden Fernsehübertragungen haben und hier werden Gelder verdient werden und, und. Also ja, da haben wir damals schon relativ weit gedacht. Und es gab dann in der Zeit, als ich den Verein übernommen habe, gab es dann auch tatsächlich so die ersten Ausläufer, wo es kommerzielle Aspekte gab. Wir haben dann Meisterschaften für einen Automobilzulieferer ausgerichtet. Wir haben Meisterschaften ausgerichtet für die Shell, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also für den Mineralölhersteller. Und da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt der große Aufbruch und jetzt rollt hier der Rubel und dann geht jetzt richtig was ab. Und dann ist tatsächlich diese ganze Geschichte doch wieder ein bisschen abgeflacht. Und
Das haben einige von uns so nicht erwartet. Es gab im Verein auch tatsächlich mehr oder weniger zwei Strömungen. Die einen, die halt gerne in die professionelle Richtung wollten und die anderen, die mehr in die lauschige, gemütliche Community-Ecke wollten. Ja, aber letzten Endes dann dieser große kommerzielle Hype, den wir uns da tatsächlich Anfang der 2000er vorgestellt haben, der hat dann noch sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Wir kommen jetzt zu einem echten Motorsport-Profi, denn wir durften uns in der vergangenen Staffel von Beyond Sim Racing auch mit Moritz Kranz treffen. Moritz ist tatsächlich ein echter Profi-Rennfahrer und durfte in seiner Karriere bereits bei den 24 Stunden vom Nürburgring oder beim 24-Stunden-Rennen von Daytona teilnehmen. Was wenige wissen, Moritz ist auch langjähriges Mitglied von Virtual Racing. Dementsprechend war er einer der spannendsten Gäste für uns und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass er bei uns darüber gesprochen hat, wie er zum Motorsport gekommen ist und welche Rolle dabei das Simracing gespielt hat. War das Simracing für dich eher ein Spielzeug oder ein Mittel, auch in den echten Motorsport zu kommen? Weder noch, es war mehr der Ersatz. Es war so, dass klar, ich habe angefangen, Kart zu fahren, aber das war jetzt von Haus aus nie die Mittel da, dass man sagt, wir machen jetzt wirklich richtig Kartrennen. Das heißt, Kart fahren, wir sind einmal die Woche sonntags für zweimal 10 Minuten auf die Indoor-Kartbahn um die Ecke gefahren. Und das irgendwann war das dann, gab es ein eigenes Kart, aber das war dann einmal im Monat, wenn überhaupt, konnte man mal einen Tag fahren auf alten Reifen. Und das war einfach nur ein Hobby, einfach ein bisschen Kart fahren. Und das Simracing war so ein bisschen der Ersatz, weil man halt keine echten Rennen fahren konnte. Das heißt, da war dann immer, ich konnte jeden Tag, wann ich wollte, so viel fahren, wie ich Lust hatte. Und ja, dafür war das Simracing war ein guter Ersatz und das hat auch in vielen Belangen wirklich im Nachhinein, muss man sagen, viele Vorteile mit sich gebracht, so intensiv Simracing betrieben zu haben. Und ja, das war einfach so der Hintergrund mit Simracing, das einfach der Ersatz war, die Ersatzdroge sozusagen. Ich habe mir sagen lassen, damals tatsächlich, dass du in der VRLN-Serie, das war quasi damals die virtuelle VLN von Virtual Racing, damals noch in R-Faktor 1, so ein bisschen den Instruktor gespielt hast. Wie kamst du auf die Idee? Boah, wie kam ich auf die Idee? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, dass wir das damals mal gemacht hatten, mehrmals. Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau dazu gekommen ist. Also mir macht das Beibringen unheimlich viel Spaß. Ich bin ja jetzt auch gerade wieder am Ring, weil wir morgen ein Sportfahrertraining vom Nürburgring haben, wo ich dann auch wieder eine Gruppe habe, wo ich die dann einfach den Tag über auf der Nordschleife anlerne und auch Fahrzeugphysik und alles, was dazugehört, so ein bisschen mit denen durchgehe. Und mir hat das schon immer viel Spaß gemacht und ist ja jetzt auch Teil meines Jobs irgendwo. Aber wie das damals zustande kam, keine Ahnung. Also das müsste ich jetzt nochmal in den Tiefen des Forums nachlesen. Aber jetzt, wo du es sagst, also ich erinnere mich, dass wir das mal gemacht haben, aber wie es dazu kam, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Kannst du uns aber zumindest mal erzählen, wie das so aussah, was ihr da gemacht habt? Ja, was wir letzten Endes, wir haben eigentlich geführtes Fahren so ein bisschen gemacht. Das bedeutet, ich bin vorgefahren, hatte dann halt, also es ist eigentlich wie im echten Auto, es ist auch, du fährst halt vor, und da ist hinter dir ein paar Leute, drei, vier Autos, und man fährt jetzt nicht im Renntempo darüber, sondern es sind halt gerade Anfänger, die die Strecke noch lernen, und dann gibt man halt die verschiedenen Referenzpunkte, Bremspunkte, je nachdem, aber eher konservativ, damit man halt, also wenn wir jetzt gerade vom echten reden, vom echten Autos, eher konservativ, weil wenn man denen sagt, ja, du kannst hier bremsen, der macht einen Fehler beim Bremsen, der haut das Auto weg, dann heißt es ja, der Instruktor hat gesagt das. Ja, also es war einfach geführtes Fahren. Du bist vorgefahren, hast dann über Teamspeak zum Beispiel dann gesagt, ja, jetzt hast du hier, keine Ahnung, das 2 Kilometer-Schild, da lenkst du dann eine Lenkbewegung, dann kommst du unten Richtung Herzenbach, bleibst auf der linken Seite, bis zu dem Curb, der links kommt, dann lässt sich rechts raustragen. Und ja, so hat man quasi die Strecke beim Fahren vorgesprochen. Und je schneller es wurde, desto mehr wird es, beziehungsweise je schneller es wird, desto mehr wird es stichwortartig.
damit das noch verarbeitet werden kann. Aber das war eigentlich so, dass oder so läuft das dann eigentlich ab beim geführten Fahren. War das für dich auch so ein bisschen die Basis für die Realität oder warst du da auch schon Instruktor und hast es dann bloß in den virtuellen Motorsport mit rübergenommen? Nee, damals habe ich eigentlich gar nichts im echten Motorsport gemacht. Also das mit dem echten Motorsport kam irgendwie alles relativ spät. Also ich bin bis 2008 Kart gefahren und erst 2012 das erste Mal in einem Rennauto gesessen. Und da gab es eigentlich so gar keinen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Das war einfach irgendwie, weil ich war eine Zeit lang auch, ich war sehr engagiert in dem ganzen Thema, war auch mal VR. Bereichsgruppenleiter R-Faktor eine Zeit lang, weil ich einfach Spaß an der Sache hatte. Und da würde ich aber einen richtigen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen gab es eigentlich nicht. Also könntest du auch nicht sagen, dass Sim Racing für dich ein Sprungbrett in den realen Motorsport war oder dir irgendwie geholfen hat? Das doch, also es war kein Sprungbrett, weil die Basis war letzten Endes doch das Kartfahren irgendwo. Aber. Also ich sag mal, gerade wenn wir vom Thema Fahrzeuggefühl, Risikoeinschätzung und sowas reden. Weil wenn du dir mal im Kartweg, also im Sim Racing, es hat unheimlich viele Vorteile, aber du tust dir nicht weh. Das heißt, wenn wir jetzt gerade Langstreckensport, Nordschleife, wenn wir so Sachen davon sprechen, ist es so, dass man kann nicht immer 100% fahren. Man muss auch mal ein bisschen rausnehmen. Klar, wenn du jetzt fünf Werksautos am Start hast, dann kann jeder von denen Vollgas fahren. Einer kommt schon durch. Aber ich sitze ja nicht auf dem Werksauto. Das sind ja Privatleute, private Teams, die mich da engagieren. Da muss man das Risiko ein bisschen einschätzen. Aber was mir unheimlich viel geholfen hat, war halt das, oder was halt unheimlich viel helfen kann generell, ist das Thema Setup. Dass man versteht, wenn man irgendwas vom Auto verändert, wie sich das auswirkt. Datenanalyse ist ja mittlerweile im Simracing voll angekommen. Das ist eigentlich eins zu eins übertragbar. Und auch das Thema, wenn man jetzt vom Fahren redet, der Zweikampf. Wir haben gerade in verschiedenen, also zum Beispiel in der VLN oder in der NLS, wie sie ja jetzt heißt, ist es so, dass du hast viele Fahrer, die sind zwar eigentlich recht schnell unterwegs, die haben aber auf der Nordschleife gelernt und die können überhaupt keine Zweikämpfe fahren. Das heißt, du kommst an einen Zweikampf mit denen. Du erkennst sofort, dass die auf jede kleinste Bewegung, die du machst, kommt eine Gegenbewegung, die absolut unnötig ist und denen eigentlich nur einen Nachteil bringt in der nachfolgenden Kurve. Und dann siehst du direkt, dass die nur noch nach hinten gucken und ja, nicht mehr so vorausschauend fahren oder vorausdenken. Die sagen ja, okay, ich bring mich jetzt hier, ah, der macht irgendeinen Move. Ich mache jetzt mal die Tür zu und bringe sich dafür aber eine unheimlich schlechte Ausgangslage auf der nächsten Geraden und ich war überhaupt nicht in der Lage, einen Move zu machen, aber die reagieren auf alles. Wo du halt einfach merkst, dass da die Basis im Zweikampf ein bisschen fehlt. Und dafür ist Simracing halt unheimlich gut. Oder das hat schon wirklich viel geholfen. Weil der Kartsport hat zwar die fahrischen Grundlagen gelegt, aber wie ich ja eben gesagt hatte, ich konnte nie wirklich Rennen fahren. Das heißt, da hat mir das Simracing im Zweikampfverhalten wirklich unheimlich viel gebracht. Was sagen dir deine Kontrahenten oder Kontakte im Motorsport, wenn du sagst, ah, das habe ich im Simracing gelernt? Nehmen die das ernst? Ja, also das ist, meistens redet man über sowas gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, das Thema Simracing kommt ab und zu auf. Aber über das haben wir ehrlich gesagt noch nie gesprochen. Weil man möchte jetzt auch nicht unbedingt seine, ich sag mal, Vorteile oder Geheimnisse preisgeben, wobei das halt, wie gesagt, das ist sogar was relativ Spezifisches für was sich auf die NLS bezieht. Wenn du jetzt andere Rennen in Serien nimmst, sei es zum Beispiel in der IMSA, da hast du durch die Bank weg eine etwas höhere fahrische Qualität, was die NLS jetzt gar nicht niedermachen soll, um Gottes Willen. Aber es sind halt zwei verschiedene Rennserien mit zwei verschiedenen Ansätzen. Da ist jeder Fahrer so ausgebildet, da ist von vorne bis hinten immer Attacke und und Zweikampf und so weiter und so fort. Und von daher hat man eigentlich, ja, und in der NLS, nee, hab ich noch nicht mit den Leuten drüber gesprochen.
Wir kommen nun zu einem weiteren Profi. Er ist allerdings nicht auf der Strecke, sondern neben der Strecke aktiv. Es geht um ein Gespräch mit René Butler. René ist einer der begehrtesten E-Sports-Moderatoren auf der ganzen Welt und hat tatsächlich vor einigen Jahren mit seiner Arbeit im Simracing angefangen. Grund genug, mit ihm darüber zu sprechen, wie er es geschafft hat, von einem Lehramtsstudenten in die Weltspitze der E-Sports-Moderatoren aufzusteigen. Ich habe mir ein bisschen mal angeschaut, was du schon alles gemacht hast und wo es für dich schon überall hingegangen ist. Ich bin direkt drüber gestolpert. Du hast tatsächlich Lehramt studiert. Ich sag mal so, als wenn man Lehramt studiert, dann in den meisten Fällen steht einem ein Leben bevor als Lehrer, vielleicht sogar beamtet, und dann macht man nicht mehr viel. Bei dir lief alles anders. Du wurdest E-Sports-Moderator, warst Manager bei Studio 397, also R-Faktor 2, hast ein eigenes Motorsportteam, der Weg war nicht wirklich vorgezeichnet. Wie ist das alles passiert oder wie bist du da weggekommen von der Lehramtsschiene? Oh Gott, wahrscheinlich eine längere Geschichte, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich habe halt tatsächlich mit E-Sports und Gaming schon vor meinem Studium was am Hut gehabt. Ich glaube, damals meine erste Sendung über Simracing, also wo ich kommentiert habe, das müsste noch die Live for Speed Pro Series gewesen sein, damals von der ESL. Ich glaube, das war 2004. Im Giga-Studio in Köln. Das ist schon eine Weile her. Die meisten werden sich wahrscheinlich an NBC Giga überhaupt nicht mehr erinnern. Aber da haben wir damals schon die Live for Speed Pro Series gecovert. Und danach bin ich ja erst wieder zurück zur Schule gegangen, habe mein Abi beendet, was ich zwischenzeitlich mal abgebrochen habe. Und bin dann zur Uni gegangen, also 2010, 2011. Heißt, ich kam ja bereits aus dem Gaming. Habe dann überlegt, okay, irgendwas Vernünftiges musst du mit deinem Leben ja mal anfangen. Irgendwas Ordentliches, habe mich dann für ein Lehramtsstudium entschieden. Nicht, dass das ordentlich ist, aber es war etwas, was zumindest studiert werden konnte zu der Zeit. Und ja, wie bin ich da wieder weggekommen? Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe während meiner Studienzeit nicht die ganze Zeit an der Uni verbracht. Ich war zwischenzeitlich für ein Volontariat in München für Motorvision, habe damals im Prinzip Testfahrer gemacht und habe halt über Autos geschrieben. Und teilweise auch Videos gehostet über Sportwagen, Rennstreckentests und sowas. Und dann bin ich immer wieder an die Uni zurückgekommen, war immer noch nicht fertig, hust. Regelstudienzeit war nicht so mein Ding, muss ich gestehen. Und dann tatsächlich, während ich noch an der Uni war, kam damals die ESL wieder auf mich zu. Das ist ja immer noch der größte E-Sports-Organizer der Welt. Und mit denen habe ich ja damals schon gearbeitet, weil die haben früher NBC Giga gekauft. Und deswegen habe ich auch ein paar ESL-TV-Shows gemacht. Also noch 2004, 2005, irgendwo da um den Dreh. Und ja, nachdem die jemanden gesucht hatten, der sich mit Racing auskennt und vielleicht ein Projekt übernehmen kann, habe ich dann die Uni verlassen, habe mich der ESL angeschlossen. Ja, und dann war ich wieder zurück im Gaming, würde ich sagen. Spannende Geschichte. Ich würde sagen, ich bin mega gespannt und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Fangen wir erstmal damit an, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich habe gesehen, du bist tatsächlich seit 2005 quasi als E-Sports-Moderator, Hoster, wie auch immer, aktiv. Wie hast du da den Schritt reingeschafft? Du warst doch noch mega jung 2005, oder nicht? Ah, das kann man sehen, wie man will. Ich bin geboren 88. Ich habe tatsächlich, also meine erste TV-Show habe ich gemacht, bevor ich 16 war, glaube ich. Oder mit 16. Jetzt kann ich mich gar nicht. Ich bin schon so alt, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern nach dem Motto. Ich weiß nur, dass mein Vater mich da damals hingefahren hat. Dementsprechend kann ich definitiv noch nicht 18 gewesen sein, als wir nach Köln gegangen sind. Wie bin ich da reingekommen? Wie viele damals, ne? Simracing, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob wir den Namen Simracing damals schon hatten. Jedenfalls als Live for Speed so noch der Titel schlechthin war, ne? Vor Race 07, dann in der ESL später. Da musste es natürlich auch so die ersten Übertragungen geben. Damals noch Internetradio, ja, da gab es noch gar keinen Livestream und noch gar kein Bild. An die Zeiten will sich gar keiner mehr erinnern, kann ich auch gut verstehen. Aber da hat das Ganze angefangen. Und dann bin ich damals aus der ESL Amateur Series in die Pro Series aufgestiegen. Hab da fürchterlich die Hucke voll gekriegt von Leuten wie Nils Neujorks und Danny Engels. Und so, muss aber auch gestehen, dass es mich gar nicht gereizt hatte, wirklich vorne mitzufahren, weil mein Ziel war immer, ich hatte damals ein Video gesehen von der Pro Series und habe halt gesehen, dass die Leute so ihre eigenen Lackierungen fahren mit ihrem Namen drauf und dann so coole Lower Third Einblendungen mit ihrem Namen drauf. Und ich habe mir gedacht, so geil, das will ich auch mal haben. Und als ich dann in die Pro Series aufgestiegen bin, die ja übertragen wurde, war das Thema eigentlich mehr oder weniger für mich durch. Ich hatte mein Ziel erreicht und
Hab dann tatsächlich angefangen, als mir klar wurde, dass meine Motivation für Training überhaupt nicht ausreicht, nur da vorne mitzufahren. Dass es vielleicht besser wäre, wenn ich schaue, ob ich die Serie nicht einfach begleiten könnte als Kommentator. Und damals hatte Giga mich eingeladen als Interviewgast. Und nachdem ich dann da zum Interview war und dann auch aufkam, dass die demnächst diese Serie vielleicht covern wollten, bin ich dann da mehr oder weniger zufällig gelandet. Also das ist war jetzt nie groß auf meinem Banner drauf. Damals gab es ja auch so gut wie keine Caster oder so. Das kannte ja niemand. Beziehungsweise, dass man damit wirklich was machen könnte, geschweige denn Geld verdienen. Das gab es ja gar nicht. Und dementsprechend bin ich da einfach mehr oder weniger reingerutscht, weil es hat sich an meinem Simracing-Verhalten nichts geändert. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne Public-Server fährt oder Events. Und ich hasse Time-Trials, sämtliches Hotlapping, Training, Qualifikation, alles, was einfach nur Zeitfahren ist nicht meins. Und seien wir jetzt ehrlich, damit kannst du natürlich oben auf Pro-Level nichts reißen. Von daher ist es wahrscheinlich besser gewesen, dass ich mich dazu entschieden habe, über Dinge zu reden, statt zu fahren. Also es ging mit Simracing los, auch als Moderator, aber dann hast du es ja auch in ganz andere Richtungen weiter ausgebaut im E-Sports. War das für dich nicht anspruchsvoll, dich auch in ganz andere Sachen reinzuarbeiten? Es war sowohl meine Vorliebe für Herausforderungen als auch irgendwie, ja, Need, stimmt nicht ganz, aber letztendlich bin ich jetzt zurückgekehrt in Commentary 2015. Da habe ich die eSports WRC kommentiert. Das war auch das Projekt, was ich selber betreut habe bei der ESL. Also auf dem damaligen WRC 5, das offizielle Rallye-Game. Das war die erste eSports-Saison für dieses Spiel. Und da hatte sich einfach kein Kommentator finden lassen, tatsächlich, die ein Rallye-Spiel machen kann, will. Und so habe ich dann angefangen, meine erste Show auf Englisch zu machen. Früher lief ja alles noch auf Deutsch. Auch die Simracing-Broadcasts waren ja früher alle noch Deutsch. Waren wir bei weitem nicht so international unterwegs wie heutzutage. Dementsprechend habe ich das da mal ausprobiert. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich 2015 auch gar nicht so viele Renn-Events gab, also wo es wirklich Studio-Events zum Beispiel gab. Also eSports WRC waren zum D-Zeitpunkt noch 13 Studio-Events, wo wir wirklich in einem TV-Studio das Ganze aufgenommen haben. Und ich liebe Racing, aber natürlich, wenn du dir Caster angeschaut hast, um von anderen zu lernen, dann kennen wir natürlich all diese Highlight-Moments aus Counter-Strike und so, ne, wo die Leute völlig steil gehen und dies, das. Und das fand ich halt super cool und ich wollte das unbedingt lernen. Also habe ich auch versucht, irgendwie mit der wenig Erfahrung, die ich vorweisen konnte in englischen Shows, das war ja im Prinzip nur eSports WRC zu dem Zeitpunkt, irgendwie mal eine Chance zu kriegen in anderen Games. Und glücklicherweise über die Jahre habe ich tatsächlich sehr viele verschiedene und auch große machen dürfen. Und das hilft. Ich wollte ja unbedingt dazu lernen und ich wollte andere Stile kennenlernen und allgemein einfach Spaß daran haben, gutes Gaming zu sehen. Ich habe gesehen, du bist damit auch um die Welt gekommen. Mexiko habe ich gesehen, ich glaube Asien auch. Hättest du jemals gedacht, dass das mal für dich auch so groß wird? Nein, auf gar keinen Fall. Also vorher habe ich ein einziges Mal so richtig das Land verlassen, wenn wir jetzt die Niederlande nicht dazu zählen, weil ich bin an der Grenze aufgewachsen. Bin ich einmal mit meinen Eltern auf Malle gewesen, so richtig klassisch deutsch. Und sonst eigentlich nirgendwo. Gut, einmal im Mittelmeer, das darf ich nicht vergessen. Und später dann tatsächlich habe ich das Glück gehabt, dass ich mittlerweile auf jedem Kontinent eine Live-Show hatte, außer Australien. Wenn wir jetzt mal die Arktis auch weglassen, da läuft ja im E-Sports nichts. Aber sonst durfte ich tatsächlich also überall mal was gemacht haben. Ich war in Singapur für Arena of Valor, Shanghai, Hongkong und dann USA mehrere Stationen, Mexiko, Chile und natürlich jede Menge europäische Stationen. Gedacht hätte ich das nie. Also meine erste Show außerhalb Deutschlands war tatsächlich das Formula E Race-Off in Leicester. In England. Und damals habe ich mich schon mega gefreut und bin durch die Decke gegangen. Und ich denke so, ach, guck mal, ein Deutscher, der eingeladen wird, in England eine englische Show zu machen. Wie cool ist das denn? Weil logischerweise ist immer das Problem, Akzent und alles. Ich habe viel daran gearbeitet, weniger Deutsch zu klingen im Englischen. Und da war ich natürlich super froh, weil das tatsächlich geschafft habe, dass man in Betracht zog, mich für eine Show in England zu nehmen. Und das war dann eigentlich so der Start. Als damit das der erste internationale Event für mich im Prinzip durch war, hatte ich es deutlich einfacher, andere Events zu bekommen und halt auch das Glück, dass ich tatsächlich ja mehr oder weniger einen Großteil der Welt gesehen habe und soweit sehen durfte, was ich sicherlich ohne E-Sports, ohne Gaming, ohne Simracing niemals geschafft hätte.
Auf ein Gespräch wollen wir mit euch noch zurückschauen und da musste ich nicht lange überlegen, welches Interview ich aus dem Archiv greife. Es geht um das Gespräch mit Rudolf Dittrich. Herr Dittrich ist einer der Entscheider bei BMW Motorsport und hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich am meisten mit Simracing beschäftigen dürfen. Er hat es geschafft, Simracing in die Motorsportabteilung des bayerischen Automobilherstellers zu integrieren und hat mit uns darüber gesprochen, wie das ablief und inwieweit Simracing dem Motorsport gleichgestellt werden kann. Wann kam dann die Entscheidung, quasi ein richtiges Simracing-Programm aufzusetzen? Das war dann ja 2019, 2020 so rund um den Dreh? Genau, Anfang 2019 gab es dann das im Rahmen vom 24-Stunden Le Mans das erste offizielle Event, BMW 120 at Le Mans. Und aus dem heraus haben wir dann das komplette Programm entwickelt, so wie man es heute kennt. Damals fand dann auch im Dezember das erste Sim-Live-Event statt, was ja sich inzwischen schon so ein bisschen zu einer Institution entwickelt hat. Und ja, genau das waren die Anfänge von dem Programm. Und die Idee war von Anfang an, ein sehr, sehr breites, umfangreiches Programm zu machen, das verschiedene Facetten abdeckt vom Simracing, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir uns wirklich als Partner und auch Bestandteil der Community sehen und gemeinsam mit der Community das Thema weiterentwickeln wollten. Welche Rolle hat dabei dann auch die Corona-Pandemie gespielt? Weil die hat ja dem Simracing auch auf der großen Fernsehebene, auch bei den Herstellern, nochmal einen enormen Push gegeben. Absolut. Also das war schon faszinierend mitzuerleben, was das für ein Momentum generiert hat. Aber für uns hat es ehrlich gesagt keinen Einfluss gehabt, weil wir, wie gesagt, unser Programm schon vor Corona aufgesetzt haben. Aber durch Corona hat es natürlich einen wahnsinnigen Schub erlebt, wahnsinniges Momentum bekommen. Und wir haben uns halt sehr darüber gefreut, wie breit das dann auch angenommen wurde. Ich meine, die Leute saßen zu Hause, haben zum einen natürlich auch Unterhaltung gesucht, wollten unterhalten werden. Und da kommt man die Bestandteile des Programms, die wir uns vorher überlegt hatten, voll ausspielen. Und es ist natürlich dann im Zuge der Pandemie auch noch schneller gewachsen, weil dann eben plötzlich Simracing direkt im Primetime-TV gezeigt wurde, was natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das Programm aufgesetzt haben, noch gar nicht die Rede war. Aber das Programm selber, wie gesagt, war aufgesetzt, aber der Impact wurde sicherlich durch Corona erhöht. Wie schwierig war es dann, als das ganze Thema aufkam, man das geplant hat, organisiert hat, wie schwierig war es da, die Funktionäre zu überzeugen? Also ich denke mal, bei BMW, so ein großes Unternehmen, da geht das ja relativ weit hoch, muss ja abgewunken werden. Und ich denke, jemand, der damit nicht so viel zu tun hat, der denkt sich auch erstmal, ist das nicht einfach nur irgendeine Spielerei? War es schwer, die zu überzeugen oder waren die relativ schnell im Boot? Nee, es war eigentlich überhaupt nicht schwierig. Die Leute waren sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber. Also man hat natürlich schon gewusst, ja, dass das ganze Gaming-Thema auch in anderen Bereichen Stadien schon füllt, auch vor Corona. Und für uns war immer der Plan, dass wir das einfach als zusätzliche Sportart sehen, genauso wie es eben Rallye gibt und Formelrennen, war es für uns halt einfach eine weitere Disziplin. Und so haben wir das als Säule im Motorsportprogramm aufgenommen und das wurde sehr schnell verstanden und akzeptiert. Ja. Mit welcher Zielsetzung wurde dann damals das Projekt aufgesetzt? Gut, es gibt da mehrere Dimensionen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Programm ist relativ facettenreich und über diese Facetten bedienen wir auch die verschiedenen Aspekte der Ziele. Also das eine ist, wir möchten als allererstes natürlich BMW als Premium-Hersteller mit einer starken Motorsport-DNA im Simracing-Bereich etablieren und da die Führungsposition erhalten. Es erlaubt auch, innovative Impulse zu setzen und es war auch schön zu sehen, dass man nicht
dann auch mitgestalten kann. Wenn man sich überlegt, Formel 1 gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten, da sind die Mechanismen, die Pfade etabliert. Im Simracing ist es alles noch sehr viel jünger und damit bietet es natürlich auch einen Gestaltungsspielraum. Und man spricht natürlich auch andere Zielgruppen an, was natürlich ein zusätzlicher Aspekt ist, der interessant ist. Darüber hinaus ist natürlich das Thema die Synergie mit dem Motorsport an sich sehr spannend. Wir haben vorhin schon über Simulatoren gesprochen, das heißt, die technischen Aspekte, genauso wie die sportlichen Aspekte, sind interessant. Und ich glaube, wir haben gerade auch, was das Thema Technologien angeht, ja, das ein oder andere Highlight auch setzen können in den letzten Jahren. Und der letzte Aspekt, den ich nennen möchte an der Stelle, ist das Thema Nachwuchsförderung. Das heißt, wenn man an der Community dran ist, live miterlebt durch die verschiedenen Formate, wer sich da wie etabliert, dann ist es natürlich auch schön, wenn wir das zum einen mitverfolgen, aber zum anderen vielleicht auch unterstützen und weiterentwickeln kann. Können Sie jetzt heute schon sagen, dass davon alles umgesetzt wurde und auch so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat? Ja, also umgesetzt haben wir alles tatsächlich. Funktioniert hat es auch, aber natürlich haben wir auch gelernt. Ja. Also wir sind da reingestartet mit bestimmten Vorstellungen und Zielen. Und das ist das Schöne an dieser jungen Sportart. Man kann halt auch Dinge ausprobieren und auch adjustieren, wenn man merkt, wenn man etwas ändert, dann hat man vielleicht noch mehr Potenzial oder erreicht die Zielgruppe noch besser oder kann noch andere Impulse setzen. Also funktioniert hat's, aber natürlich haben wir es dann über die Zeit weiterentwickelt, ja. Sie haben das vorhin auch schon ganz kurz angesprochen. Ich will es trotzdem nochmal aufwerfen, weil ich diesen Aspekt spannend finde und auch wirklich extrem cool finde, dass ein Automobilhersteller oder eine Motorsportsparte von einem großen Automobilhersteller das dann wirklich so sich auf die Fahnen schreibt. Sie haben im Internet geschrieben, der Simracing-Bereich von BMW soll eine gleichberechtigte Säule im Rennsportprogramm von BMW sein. Was bedeutet das jetzt ganz pragmatisch? Man setzt ja definitiv, denke ich mal, nicht genauso viel Geld da rein wie jetzt in die Rennsportsparte. Wie kann man das ungefähr vergleichen oder was meinen Sie damit genau? Ich glaube, es geht nicht um Geld, sondern es geht um Fokus und Energie. Wenn Sie mir erlauben, mache ich den Vergleich mit Langlaufen und Biathlon. Und schießen. Ja, also es gibt die Sportart der Gewehrschützen und es gibt die Sportart des Langlaufens. Es gibt aber auch die Sportart des Biathlons. Und genauso sehen wir das da auch. Was für uns wichtig war, ist, dass wir nicht sagen, Simracing ist nur ein Stepping Stone, um in den richtigen Motorsport in Anführungszeichen zu kommen. Das war nie der Gedanke, sondern es steht wirklich für sich. Da gibt es eigene Karrieren drin, es gibt eigene Heroes, es gibt eigene Technologien, es gibt eigene Herausforderungen und die muss man genauso individuell bedienen, wie es in jeder anderen Motorsportdisziplin der Fall ist. Das war der grundsätzliche Mindset, mit dem wir da reingegangen sind. Und aus diesem Verständnis entwickelt man dann eben, wie wir es gerade angedeutet haben, das Programm, was man denkt, was man Gutes tun kann, wie man sportliche Erfolge erzielen kann und wie man eben auch Technologien platzieren kann. So war die Herangehensweise. Und dann gleichberechtigt bedeutet auf der anderen Seite auch, dass die Berichterstattung für uns jetzt in allererster Linie mal keinen Unterschied macht, ob es ein Formel-E-Rennen ist oder ob es ein Simracing-Event ist oder ein GT-Rennen oder jetzt in Zukunft ein LMDH-Rennen. Vielleicht mal die Frage da reingegrätscht, inwieweit sind die Mitarbeiter aus dem Rennsportbereich da auch mitgezogen und auch die Fahrer? Mir fällt jetzt zum Beispiel Bruno Spengler ein, der glaube ich schon sehr lange und auch mit sehr viel Herzblut dabei ist. Können Sie das auch bei anderen Mitarbeitern beobachten, dass da die Offenheit und Freude relativ groß ist? Ja, absolut. Also das Team ist tatsächlich zum Großteil besteht aus Motorsportmitarbeitern und wie ich vorhin gesagt habe, es arbeiten ja nicht immer alle Mitarbeiter an den gleichen Projekten und
Genauso wie vielleicht ein Mitarbeiter an dem GT3-Fahrzeug arbeitet, andere Mitarbeiter am LMDH-Fahrzeug, gibt es dann eben auch Mitarbeiter, die für gewisse Zeit am Simracing-Projekt arbeiten. Und ähnlich ist es bei den Fahrern. Es ist, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass alle Fahrer ausnahmslos sofort Simracing begeistert waren. Manche haben es schon sehr, sehr lange Zeit für sich genutzt, eben zur Eventvorbereitung, zur Streckenkenntnis oder auch zum Eingrooven auf ein nächstes Wochenende, ja, dass man den Rhythmus bekommt, was sehr wichtig ist, auch bevor man in ein Rennwochenende einsteigt. Wir haben auch zum Beispiel den Philipp Eng, der ja auch wirklich sehr intensiv und sehr erfolgreich Simracing betrieben hat. Und es gibt eben auch welche, die sagen, nee, ich fokussiere mich auf den Realmotorsport. Und genauso gibt es ja auch Simracer, die sagen, nee, ich will gar nicht real fahren, sondern ich fokussiere auf den virtuellen Motorsport. Und das sind ja alles legitime Ausprägungen und die versuchen wir alle so adäquat zu bedienen. Jetzt ist aber wirklich Schluss für das Jahr 2022 hier bei Beyond Simracing. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr mit dabei wart und würden wirklich sehr gerne von euch wissen, was war euer Highlight? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei YouTube, Facebook oder Instagram. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn diese kleinen Appetithäppchen euch vielleicht nochmal dazu bringen, die ein oder andere Folge nachzuhören. Es waren wirklich unglaublich spannende, interessante, aber auch amüsante Gespräche, die ich führen durfte. Hört da bitte gerne nochmal rein. Jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im Jahr 2023 wiederhören. Bis dahin kommt gut durch die ersten Wochen im Januar. Und ich sage, keep sim racing und ciao.